Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Galina Backt. Habt ihr zu Hause Trauben und Quark, dann macht unbedingt diesen Sommerkuchen. Ihr könnt den Biskuit kaufen, das ist so ein Biskuit für Obstkuchen. Oder ihr macht den selber, dazu habe ich ein extra Video, dieses werde ich euch in der Infobox verlinken. Ich habe hier einen selbstgemachten Biskuitboden. Quark mit Zitronensaft verrühren. Die genauen Mengenangaben findet ihr übrigens in der Infobox. Ihr benötigt 6 Esslöffel gemahlene Haselnüsse und 6 Esslöffel Raspelschokolade, 2 bis 3 Esslöffel Ahornsirup oder 2 bis 3 Esslöffel Zucker. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich auch mehr Raspelschokolade oder Haselnüsse nehmen. Bevor ich die gemahlene Haselnüsse und Raspelschokolade reingegeben habe, habe ich ein wenig auf die Seite gelegt von dieser Creme, damit dann die Oberfläche schön weiß aussieht. Die Trauben in Hälften durchschneiden. Ich habe hier kernlose Trauben. Auf den Kuchenboden verteilen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr noch den Biskuitboden mit Traubensaft tränken. Dann schmeckt es noch besser und saftiger. Die Quarkmischung mit den Haselnüssen drinnen auf den Trauben verteilen. Die Quarkmischung ohne Haselnüssen auch oben drauf geben und glatt streichen. Und die Schokoraspeln dürfen natürlich nicht fehlen. So, nun wird diese Torte, oder beziehungsweise ist es glaube ich ein Kuchen, in den Kühlschrank gestellt, denn kalt schmeckt es noch viel besser und erfrischend. Niam, 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 so sieht die Torte von innen aus. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal, eure Galina. Bye, bye.